Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und heute befinden wir uns wieder in einer Art Retro-Episode, denn ich habe eine ganz, ganz alte Karte rausgekramt und zu dieser gibt es natürlich auch eine Geschichte. Und bevor ihr jetzt sagt, oh nein, er hat schon wieder eine alte Karte herausgekramt, das wird doch sterbenslangweilig, die Gestaltung ist auch so schlimm, die Geschichte dazu ist viel interessanter. Also deswegen, es lohnt sich dran zu bleiben. Das erstmal so als Vorwort. Also, um welche Karte handelt es sich? Es handelt sich um die Karte Wählen oder beziehungsweise All-in-One-Landkreis Wählen. Das ist eine der frühesten OMSI 1 Karten, also ist relativ früh erschienen, hat dementsprechend auch schon knapp 8 oder 9 Jahre auf dem Buckel, wenn ich mich jetzt nicht so komplett täusche. Das ist schon ordentlich, das merkt man der Karte auch leider an. Aber diese Karte hat ein richtig cooles Konzept und das werden wir heute einfach mal mit dem Solaris Urbino 12 einmal erkunden. Ich habe hier schon die Elektrik einmal angemacht. So, wir müssen uns hier mal eben kurz anmelden. Wir fahren die Linie 333. Ich muss dazu mal eben kurz gucken. Flughafen Busterminal. Ja, genau. Wir haben hier nämlich einen Shuttlebus, nämlich einen Hafenexpress bzw. Flughafenexpress. Also Hafenexpress in zwei Sinnen sozusagen, einmal Flughafen und einmal Hafen, also Schiffhafen. Und das ist eigentlich auch schon so das Coole hier an der Karte, denn wir haben hier eigentlich ja so den ersten Versuch, einen Flughafen nachzubauen. Wir haben auch eine kleine Autobahnpassage und der Schiffhafen, der ist, finde ich, eigentlich richtig cool. Also der lohnt sich einmal hier, sich den genauer anzuschauen. Deswegen fahren wir da auch einmal hin. Aber wir fahren hier jetzt erstmal einmal hier so ein bisschen entlang. Ich glaube, wir haben knapp 10 Minuten. Ja, nee. Das machen wir mal nicht. Das warten wir mal nicht alles ab. Wir haben jetzt auch nicht so den großen Fahrgastansturm, will ich nur mal eben kurz sagen. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach hier diese Karte mal so ein bisschen an. Ich glaube, wenn es losgehen sollte, dann sollte man vielleicht auch noch einen Gang einlegen. Habe ich zumindest mal gehört. Und dabei vielleicht auch die Bremse gedrückt halten. Ah, los geht's. Genau. Ich habe den Bus auch schon ein bisschen anders konfiguriert, als es das Repaint eigentlich wollte. Ich habe mich einfach mal dazu entschieden, dass ich mal dieses Moki-Dashboard nehme. Ist ja auch ganz hübsch. Genau, und die Leute sagen nichts. Das könnte eventuell damit zusammenhängen, dass die Installation der Karte nicht so einfach war und vielleicht war da noch ein Ticketpack mit dabei, was vielleicht nicht den Weg auf meinen Computer gefunden hat. Aber das ist egal. Wenn die nicht reden, dann können die auch nicht meckern. Vorteil. Genau. Ich kann ja mal schon mal anfangen, oder erstmal, was ich sagen möchte, vielen Dank an Karim, das ist der Ersteller oder einer der beiden Ersteller von der Karte Landkreis Lanau. Der hat mir nämlich geholfen, diese Karte hier in OMSI 2 zum Laufen zu bringen. Das war, ja, nicht gerade so einfach bei so einer alten Karte. Also vielen Dank nochmal dafür, dass ich diese Karte jetzt endlich spielen kann. Und warum will ich so eine alte Karte spielen? Es ist tatsächlich die allererste Freeware-Community-Karte, die ich damals, als ich mit OMSI angefangen habe, gespielt habe. Ich habe die damals in einem Video von einem YouTuber entdeckt und ich wusste bis dahin gar nicht, dass man da noch irgendwie weitere Karten hinzufügen kann. Ich habe bis dahin erstmal so die ersten 2 Monate in OMSI eigentlich die ganze Zeit nur auf Berlin-Spandau mit den Doppeldeckern verbracht. Wow, also Respekt dafür schon mal, dass man das, dass ich das ausgehalten habe. Das würde ich heutzutage nicht mehr aushalten. Auf jeden Fall war das so die erste Karte, die ich so mitbekommen habe. Oder die ich ja ausprobiert habe und gespielt habe. Deswegen hat diese Karte auch so einen besonderen Stellenwert noch in meinem Herzen. Nein, das klingt ein bisschen zu kitschig. Aber diese Karte ist dann trotzdem noch ein bisschen was Besonderes für mich und deswegen lag mir da auch einiges daran, einfach diese Karte wieder irgendwie einmal fahren zu können. Und das Konzept ist auch nicht so schlecht, also es gibt insgesamt 4 Linien, die sind auch nach Schwierigkeit tatsächlich sortiert. Wir fahren jetzt hier die einfachste Linie, das ist auch eine relativ kurze Linie, aber ich erinnere mich noch, da waren auch ein paar Linien mit dabei, das war ordentlich eng dort. Und
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich sogar mit einem Dreiachser mal diese Linie gefahren bin. Das war auch ein ganz, ganz verrückter, also eine ganz, ganz verrückte Zeit. Da kam dann irgendwann mal ein Setra S317UL heraus. Also modelltechnisch absolut nicht so geil. Das war auch schon damals nicht der Fall. Aber ich habe halt gefahren, was ich bekommen habe, und ein 317UL, also allgemein ein Setra-Bus. Hallo. Ich sag da nicht nein. Und die Leute können übrigens doch. Genau, und das bin ich halt damals gefahren, und mit dem Ich glaube, da Dreiachser haben Sie mir zu viel war rausgenommen. das nicht so eine gute Idee. Auf jeden Fall, da gibt es auch noch wirklich so Linien, wo man so Serpentinen entlang fährt. Man fährt, was fährt man denn noch? Ja, allgemein auch so enge Bergstraßen. Man fährt durch, ich glaube, über eine 4 Meter oder 3 Meter breite Straße, wo dann auch noch Gegenverkehr entgegenkommt zu einem See. Ja, ganz, ganz verrückte Zeit. Aber so war das halt damals. Und ich bin, wie gesagt, froh, dass ich diese Karte hier zum Laufen bekommen habe. Dass ich das jetzt hier auch nochmal einmal fahren kann. Und ja, ich werde jetzt, glaube ich, nicht, keine Ahnung, viele Folgen hierfür machen, und wenn dann nur irgendwie so Füllmaterial, um ehrlich zu sein. Aber einfach mal, um das wieder zu zeigen, um vielleicht bei dem einen oder anderen die Erinnerung hervorzurufen. Oder um einfach mal den neueren Spielern zu zeigen, womit wir denn Hallo. uns zu OMSI1-Zeiten die Zeit vertrieben Oder? haben. Aber ich muss sagen, ich finde das Konzept eigentlich immer noch ganz cool. So mit, ja, einer kleinen Überarbeitung oder einer Generalüberholung, neuen Splines, OMSI2 Bautechnik. Das wäre schon, denke ich mal, nicht so ganz uninteressant. Aber so war tatsächlich ganz am Anfang der allgemeine OMSI-Baustil. Das hat sich dann ja halt immer weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt alles so für Meilensteine, also was es da so für Meilensteine gab. Was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, Rheinhausen war eine wichtige Karte. Gab es ja auch schon 4 Versionen, und ich glaube alle auch zu OMSI-1-Zeiten. Das war so eine wichtige Sache. Was hatten wir noch? So um die 1-Zeiten vor allem. Das ist ja auch noch die Sache. Also relativ spät. Ich glaube, da könnte auch Gutenberg vom selben Ersteller herausgekommen sein. Oder war das schon eine OMSI-2-Karte? Ich weiß das jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, es gab genug Karten, aber der Baustil hat sich auch verbessert. Das hier war halt, ja, ich glaube, damals war es fahrtechnisch ganz lustig, aber auch von der Gestaltung her war es jetzt auch nicht so das Beste. Da gab es, glaube ich, auch schon bessere Karten, aber einfach dieses Konzept hier, das ist nicht schlecht. Und ich finde den Hafenbereich da gleich auch gar nicht mal so schlecht. Man erkennt halt, dass es so ein kleiner Hafen ist, und es lohnt sich hier. Interessant ist das auch, wir haben hier noch einen zweiten Umlauf auf der Linie. Das sind, glaube ich, 15 Minuten oder 10 Minuten, also es scheint hochfrequentiert zu sein. Ich weiß nicht, ob wir hier gleich irgendwie Gegenverkehr bekommen. Könnte sein, dass wir hier Gegenverkehr von einem, entweder von einem MANÜL oder von dem BRT Citaro bekommen. Die habe ich jetzt hier auf die KI-Liste gesetzt. Die KI-Liste habe ich auch komplett überarbeitet. Musste natürlich sein. Ich weiß gar nicht, da fuhren auch die Doppeldecker herum. Das war auch noch im OMSI-1-Format mit der KI-Liste. Und das wollte ich dann doch ein bisschen anders haben. Musste ich dann nicht so haben. Aber hier haben wir auch schon so ein etwas größeres Autobahndreieck. Also das gab es da auch schon damals. Ja, stimmt, Alheim. Alheim ist, glaube ich, also die erste Version von Alheim ist auch zu OMSI-1-Zeiten noch herausgekommen, auf jeden Fall. Bei der zweiten weiß ich es gar nicht. Könnte sein. Könnte auch nicht sein. Und jetzt sehen wir hier mehr. Oh, das ist Natürlich, richtig schön. heutzutage sieht man da ins Nichts, würde man sagen. Man hätte da vielleicht irgendwie Backdrops hinpacken können. So mehr Backdrops. Könnte man halt echt machen. Naja, aber ich habe immer so diese Gedanken, wenn ich so alte Karten fahre, warum denn nicht einfach mal irgendwie die auf den neuesten Standard bringen, was die OMSI-Bautechnik angeht. Aber ich glaube, ich mache mir da nicht die Mühe, höchstwahrscheinlich. Ich habe da jetzt nicht so die Zeit und die Lust für. Ja, wobei, die Lust schon, aber die Zeit fehlt. Aber naja. Das Fiese ist ja auch, diese Karte, die ist eigentlich nirgendwo mehr zum Download vorhanden. War auch so eine schöne Sache. Oder nur auf so ominösen Webseiten, wo ich dann das nicht riskieren wollte, da mir irgendwie was für den PC hier einzufangen. Da war mir dann das Risiko auch ein bisschen zu hoch. Aber wie gesagt, ich habe auch noch einen Rechner mit all den ganzen alten Sachen.
Also mein alter Rechner, da sind auch noch so richtig viele OMSI 1 Sachen vorhanden. Warum bist du denn langsam? Und diese OMSI 1 Sachen, da konnte ich dann noch ein bisschen was finden, auch für so manche andere Karte. Was das Alter angeht. Ich glaube, ich habe da auch noch so manche andere Karte, die ganz interessant ist. Achso, und wir haben hier wieder Spurwechselparty. Ich glaube, der möchte der zum Hafen oder möchte er auch noch die Spur wechseln? Ja, er fährt ganz schnell. Aber ja, es trügt natürlich. Es trügt natürlich. Wusste ich's doch. Aber nee, ich finde, so ein Solaris passt hier auch irgendwie auf die Busfahrt, weil, stimmt, das muss ich auch noch erzählen. Also das Let's Play, wo ich das gesehen habe, ich habe da erstens einen neuen Bus gesehen, zweitens eine neue Karte. Ich wollte beides haben, ich kannte das OMSI-Forum noch nicht. Und dann, ja, habe ich das erste Mal halt so mitbekommen. Und das war dann, glaube ich, ein Solaris Urbino 10, der da gefahren wurde. Das war noch ein ganz, ganz alter Solaris Urbino 10. Ich glaube, zweite Generation war das und ich glaube, der Ersteller oder die Erstellerin hieß Tatjana oder Tatjana. Und den bin ich damals auch sehr häufig gefahren. Mit dem Solaris Urbino 15. Den hatten wir da auch, also auch vom selben Ersteller, von derselben Erstellerin. Und das ist man da halt eigentlich so in der Zeit relativ häufig gefahren. Und jetzt heutzutage, ja, wir haben, was Solaris angeht, ja schon ein bisschen was Besseres. Also hier auch ein Solaris Urbino, der, oh, jetzt bin ich mir gerade unsicher. Es müsste eigentlich die erste Generation sein, nicht die zweite. Die zweite sah noch anders aus. Ja, doch, müsste die erste Generation sein, die wir jetzt hier fahren. Auf jeden Fall, wir haben die erste Generation, wir haben die Berliner Solaris Urbinos. Davon gibt es ja auch nochmal Modifikationen, die dann halt verschiedene Längen hinzufügen. Die habe ich nicht mehr installiert, weil ich den mal irgendwann, oder ich hatte den auf meinem alten Rechner installiert. Aber da ist das Problem, ich glaube, den wollte ich jetzt hier nicht mit überführen. Auf den neuen Rechner damals. Ich weiß noch nicht, ob man da irgendwo noch den Download findet. So, wie müssen wir... Oh, okay. Müssen wir hier? Ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, wir hätten da vorne rausfahren müssen, aber ist jetzt auch egal. Hier kriege ich die Kurve besser und fahre trotzdem noch über irgendwas rüber. Ah, und jetzt kommen hier so Bodenschwellen. Auch ein Objekt, wo ich jetzt gerade echt nicht weiß, woher das kommt. Ob das auch von der Karte hier ist? Ich glaube, eigentlich wurden hier jetzt nicht so viele eigene Objekte mitgeliefert. Aber naja, wir sind am Ende dieser Linie angekommen. War mal wieder ganz schön, hier auf dieser Karte zu sein und, ist mal ein bisschen was anderes, was gewöhnungsbedürftiges. Vielleicht konntet ihr auch mit dieser kleinen Fahrt hier was anfangen. Ich glaube ja wohl eher nicht, also zumindest die Leute, die diese Karte hier nicht kennen. Aber ich wollte es einfach mal wieder gezeigt haben. Und da bietet sich doch so ein Let's Play einfach mal an, das hier noch irgendwie in das Gedächtnis von einigen Menschen zu rufen. Aber na gut, und da hinten steht übrigens ein Teil der Berliner Mauer. Wollte ich nur mal sagen. Auch interessant. Na gut, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss.